Guten Tag, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Eine neue Runde von Big Ambitions. Große Ambition. Und so langsam, ja, verstehen wir das Spiel. Aber wieder mal Zeit, ne? Sind ja auch schon ein paar Folgen gewesen auf YouTube. Hätte auch gar nicht gedacht, zuerst, dass es so lange dauert. Aber bevor man hier so richtig reinstartet, muss man auch schon ein bisschen Zeit investieren in das Spiel. Bevor man das alles versteht. Und ja, es wird jetzt natürlich langsam sehr, sehr friemelig, würde ich behaupten. Durch die Anzahl der Mitarbeiter, durch die einzelnen Schritte, die man hier so gehen muss. Ist es schon, ja, ganz schön viel. Aber macht schon Spaß, das Spiel, das kann man sagen. Ich muss nur gucken, wie ich zeittechnisch da in Zukunft hinkomme. Weiß ich es noch nicht so genau. Ich glaube, der Headhunter, der kann erstmal eigentlich. Die sind alle 100, die sind alle für den neuen Laden schon. Hier die ganzen Anwälte. Ich habe so unglaublich viele Anwälte eingestellt. Bin mal gespannt, ob das jetzt einen merklichen Effekt hat. Dass wir da nochmal in den wöchentlichen Umsatzzahlen einfach nochmal richtig boosten. Ne? Weil die können eigentlich alle. Weil wir haben ja doch eigentlich noch mehr angestellt, oder nicht? Genau, die sind nämlich alle in Ausbildung. Ich habe unglaublich viele Anwälte eingestellt. Die kommen jetzt alle in die bestehende Kanzlei. In unsere erste, ne? Und jetzt haben wir da aber 20 Mitarbeiter. Wir haben das passt. Also ich habe so viele neue Schreibtische letztens gebaut, dass wir da jetzt mal richtig einen krassen Schub machen werden. Habe ich jetzt hier richtig abgenommen? Sehen wir gleich. Ne, habe ich gar nicht, ne? Die alle in die LM-Kanzlei gepackt. Na egal. So, von 7. 16 Stunden, 8 Stunden können die, glaube ich, jeweils immer arbeiten. Das kommt alles am nächsten Tag. Wir kriegen das schon, ist egal. Das kommt auf den Tag jetzt ehrlich gesagt auch nicht drauf an. Okay, Sonne, wie spät ist das? 17 Uhr. Wir machen jetzt nur noch einen auf entspannt hier. Und sehen zu, dass wir das Geld zählen. Nochmal 2 Stunden. Einen zweiten Film gucken. Gut. Schlafen Dinge. Ja, komm. Der nächste Tag wird spannend, ob das alles funktioniert mit dem Einrichten. Wir haben in der letzten Folge das erste Mal richtig Blaubrausen genutzt. Gleich für 2 Läden. Ein neuer Burgerladen und ein neues großes Riesen-Anwaltskanzleibüro. So schnell kann man nämlich wahrscheinlich expandieren. Wir sind sehr, sehr viel Geld losgeworden, ja. Aber wenn das dann funktioniert, wir müssen natürlich in der Kanzlei, brauchst du nachher nichts mehr machen, außer einmal Mitarbeiter einstellen, fertig ist. Und so könnte ich mir vorstellen, dass ich tatsächlich in jedem Bezirk noch eine Kanzlei und vielleicht auch ein Grafikbüro aufmache. Wir durch den Headhunter in kürzester Zeit 20, 30, 40 gute Arbeiter finden, die perfekt ausgebildet, also fast perfekt ausgebildet sind. Also alle um bei 90% plus ein paar. Das ist so gut im Vergleich zu sonst gewesen, dass man da mal richtig vorankommt. Ich habe keine Ahnung, ob die Läden jetzt schon eingerichtet sind oder ob das erst morgens um 10 passiert. Und noch dazu haben wir in unserem Supermarkt. Das ist ja das nächste große Standbein, was wir aufbauen. Im Supermarkt habe ich nochmal 28 Regale, Getränkeregale bestellt. Da müssen wir nochmal mehr Bier und Wein und Quatsch, Whisky und so einbauen. Und dann müssen wir das natürlich auch in die Lieferkette mit einbauen. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Das müssen wir erst ab nächsten Tag dann, ne? Genau. Ich weiß nicht, eigentlich müsste ich mal eine Kontrollfahrt machen, ne? Ist aber alles da, guck mal Leute, das ist alles jetzt da. Wir könnten jetzt ja mit dem Zeitplan loslegen. Möglichst lange, möglichst viel. Okay, dann machen wir das doch eigentlich auch mal. Wir müssen den Laden ja auch öffnen. Ach nee, der hat ja noch nichts. Weil der in der Lieferkette ja noch nicht mit drin ist. Weil das ist nämlich das Ding, was man jetzt als nächstes machen muss. Und da ist man dann wieder bei, wie viel denn eigentlich? So, unser Imbissfahrer. Du hast jetzt hier noch ein weiteres Ziel dazu. Beliefert bis zu 8 Ziele. Das ist jetzt LM Burger.
Ich weiß es halt nicht. Sollen wir mal kurz vergleichen, was wir bei AK-Burger haben. Hier 2000, 2500, 2000, 2500, 1500, 1000, 1500, 1000, 800, 1000, 1200, 800, 1000, 1200 und noch 5000 Papiertüten und 1200 Stäbchen und auf keinen Fall Kaffee. Okay, dann haben wir das ja schon eingestellt. Das ist ja super easy. Das ging aber schnell. Okay. Aber deswegen heißt es, wir müssen den Laden heute noch nicht eröffnen, weil wir haben da noch nichts. Die kriegen heute Nacht geliefert. Und dann ist gut. Ich bin ja schon so weit. Das ist einfach ein krasser Laden hier. Ein K1. Ein K1 Büro. Das ist aber auch ein krasser Turm. Ein J1. Da muss ich hin, ne? Du brauchst noch einen neuen, nee, neue LKW? Nein. Geht auch noch. Der kann ja 8 Ziele beliefern. Das passt noch. Da habe ich sogar noch, Luft nach oben. Aber mehr Lagerregale, das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Obwohl, wir hatten beim letzten Mal noch ein ganz bisschen Puffer und ich habe jetzt die Zahlen noch nicht. Ach doch, wegen dem Bier und so, ne? Weiß auch nicht, in welchen Portionsgrößen das kommt, aber. Das ist auch noch nicht ganz so schlimm, also wenn da mal so ein bisschen Mangel irgendwo vorherrscht, komm, damit leben. Was ist denn jetzt mein Laden? Sag mal. So. Er kann aber auch nur 60 Kisten mitnehmen, das ist irgendwann das, was tricky wird. Ach so, ja gut, dann wird er wahrscheinlich schon irgendwann überlastet sein, weil die Burger-Dinger, die hauen ja auch recht raus. Aber ich weiß nicht, nach was er auffüllt, ne? Ob er immer die gleichen wieder erst auffüllt oder ob da so ein bisschen Reihenfolge ist, von wegen, wenn er da nicht aufgefüllt hat, dass er dann woanders auffüllt. Oder Supermarkt. Und da müssen wir jetzt in die Lieferlogistik auch noch das Bier mit einbauen. Also Logistik, Imbiss, in den Foodstore. Da möchten wir, ich weiß nicht, 500 erstmal jeweils haben. Margarita, Whisky, Bier. Tau 10.000 Croissants habe ich hier. Was? Brauche erstmal nie wieder welche oder was? So ungefähr, ne? Und da kommen jetzt die ganzen Regale dazwischen. Können wir das jetzt auch nochmal rausziehen. So, das sind unsere ganzen Regale.
Das wird uns heute den ganzen Tag beschäftigen. Aber ich kann auch die Anwaltskanzlei jetzt schon... Warte mal. Macht da viel mehr Sinn eigentlich, oder? Weil die müsste doch jetzt auch eingerichtet sein, schon komplett fertig. Das Personal haben wir jetzt dahin geschickt, also... Nach dem Motto, was, warum machen wir nicht weiter? Lass mal gucken. Also. Unsere neue Kanzlei. Die hat doch jetzt. Hat er doch, genau, hat er doch. Hier brauchen wir noch eine Reinigungskraft. Oder zwei. Nehmen wir, warte mal, ohne Aufgabe, Reinigung. So machen wir das doch ganz einfach. Also, LM, du machst jetzt hier einen Donnerstag. Du kannst ja zumindest vom Wochenende noch eröffnen. Und zwar, nun geht das los. Zeitplan. Erstmal so die einfache Schicht hier, ne? So. 48 passt, ne? Ja, passt. Zack. Zack. Alter, dieser Headhunter ist ja das ist mit der beste Mitarbeiter hier. Obwohl, die sind echt alle gut im Zentrum, im Lager da. So. Wenn ich überlege, wie lange ich an dem anderen Kanzlei rumgedoktert habe, bis wir so viel Personal haben, dass man brauchen kann, dass irgendwie alles Richtung 100 geht, ist ja krass. Und hier haben wir das jetzt innerhalb von 2 Tagen gemanagt. Und dann brauchen wir den Laden eigentlich nie wieder. Wir müssen nur hoffen, dass er gut Gewinne macht. Ja, guck mal, hier sind noch ein paar Arbeitsplätze frei. ...36 haben wir jetzt von 50 Kapazität. Also das wird loslaufen. Anrufen. Für das neue LM Marketingbüro. LM Kanzlei hier. Große Internetkampagne. Naja, passt schon erstmal. Schau mal so. Mal gucken, ob wir überhaupt 14 Stück müssten hier hin. Ich soll das wahrscheinlich immer am besten gleich machen, ne? Oder wir müssen die nachher auch einzeln stellen, so wie wir das mit diesen blöden Holzkissen machen mussten. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das wäre 8. 8 und 8 brauchen wir, ne? Hatten wir gerechnet oder so? Und 4 hatte ich ja schon, deswegen habe ich halt 7 dazu gekauft.
So, genau. Acht auf der Seite, passt. Wie sollen wir hier rüber? Sagt sie. Wir sehen, dass der Chef hier im Laden ist. Aha. So, jetzt haben wir da auch 8 stehen. Mal wieder 2 frei. Und die letzten 4, dann haben wir es. Da waren bestimmt noch welche, die auf Anstellung warten. Anwälte sind auf jeden Fall auch noch welche in Ausbildung. Und Reinigungskräfte ja vielleicht auch noch. So, so langsam haben wir den Laden gut voll hier, ne? Ich glaube, Zigarren, Geschenke, hörte ich, kann man hier auch theoretisch alles für alles kann man hier verkaufen, aber was sich dann lohnt, ist auch die Frage, ne? Kaffee konnte man eben einladen im Restaurant, im Schnellrestaurant auch verkaufen, aber lohnt ja einfach nicht. Was möchten die? Ich bin nicht zufrieden, wenn seine Situation nicht bald ändert. Das ist mein Bonusbüro nicht zugewiesen. Hat nichts zu tun, ne? Ich kann die Liste so lang scrollen, dass ich gar nicht weiß, wie viele Anwälte ich überhaupt einstelle. Ist ja unglaublich. Nur gespannt. Sind jetzt echt alle direkt da? Ich meine, die haben jetzt keinen. Ja, warte mal. Die sollten trotzdem, sollten alle wieder Bürouniform kriegen. 321 Mitarbeiter haben wir mittlerweile. Ne, die sind nicht hier. Muss ich doch noch erst einstellen. Ich dachte, wenn ich dann. Ich dachte, das wäre so eine Kombi, wenn ich da sage, Unternehmen, dass er sie dann automatisch einstellt, weil es ja irgendwie Sinn macht. Hundertvier waren das. Ups. Was ist bei der Konkurrenz? Weiß man auch gar nicht, ne? Gut, unter Umständen könnte ich hier noch ein paar Arbeitsplätze gebrauchen. Jetzt wäre das ganz gut, wenn das hier ein bisschen größer scrollbar wäre, so dass man die eine andere Übersicht geben kann. Hätte ich das vorher gewusst, dass es so einfach ist, hätte ich unsere Blaupause für die Anwaltskanzlei auf das Maximum rausgebracht, ne? Also 50 geht ja. Das waren auch alles, die sind alle so im Bereich 90, 95, 96, 91, 97, also alles, wo man sagt, ja, gut, hätte man noch einmal ausbilden können, aber muss man auch nicht. Mal gar nicht.
Das heißt natürlich auch, es kommt eine Menge auf die Personalverwaltung zu, ne? Wir müssen da wahrscheinlich nochmal neu sortieren demnächst. Weil die ja bestimmt alle demnächst irgendwelche Krankenversicherungsbedürfnisse anmelden. Ich sag's euch, also Game Changer ist auf jeden Fall so ein Headhunter, ne? War schon krass. Weiß gar nicht, ob ich die jetzt hier so lasse und ob ich, wie spät ist denn das? 14 Uhr. Wir könnten für morgen noch die letzten Möbel bestellen, die wir noch brauchen, um auf das Maximum von 50 zu kommen. Ja, noch 4, 5 Schreibtische, 6, ich weiß nicht, was wir da noch brauchen, gucken wir gleich. Weil das Personal hätten wir Stand jetzt. Der Headhunter, der ist anders krass. Also ich habe hier auch zu viele Leute eingestellt, glaube ich. Weil da waren ja schon Leute. Ich habe ja gerade eben wahrscheinlich nochmal 104 Leute eingestellt. 104 neue Anwälte. Achso, Reinigungsstation. Achso, nein, du musst nicht reinigen. Oh, 14 Schreibtische müssen noch rein. Das wird ja eng. Das geht durch die Decke. Durch die Decke in der nächsten Folge, Leute. Vielen, vielen Dank. Launebär, vielen Dank für die Hilfe. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, bis dahin. Bis gleich. Tschüss.